We are on our way to watch Felix eat six of the hottest wings ever. Ein aufregender Moment, wenn gleich die große Nadel kommt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja. Wir haben heute viel vor. Wir haben heute echt viel vor. Wollen wir wieder was erledigen, was Tolles. Erstmal, wir gehen gleich Sushi essen. Köstlich. Werden Wettkosten eingelöst. Ja. Wir haben gestern zum ersten Mal, seit wir hier sind, einen richtigen Fußballabend verbracht. Wunderbar. Und gleich Chelsea und die Top-Spiele. Die Top-Spiele Real gegen Barca. Und es war auch wirklich super gut. Top-Stimmung hier in so einer Bar. Hätten wir echt nicht gedacht. Riesen Leinwand. Wir fangen wirklich im ersten Spiel. Wir fühlen zwar noch Engländer da. Und beim zweiten Spiel dann halt lauter Spanier. Also wirklich Stadionatmosphäre war das. Und ja. Ja, haben wir gewettet. Tippspiel ums Ergebnis. Gemacht. Und der Verlierer muss dem anderen Sushi finanzieren heute. Und kriegt der Thies wohl ein bisschen Sushi heute, ne? In der letzten Minute hat Real den Ausgleich gemacht. Genau. Also das war echt ganz schön. Letzte Minute. Und also, ich bin aufgesprungen wie sonst was. Halt nicht wegen dem Spiel, sondern wegen dem Sushi. Wegen dem Sushi, ja. Ja. Hier isst man das Sushi ungekattelt, aber trotzdem lecker. Ja, vor früh natürlich eine richtige Köstlichkeit. So, heute sind wir richtig motiviert. Es geht jetzt auf den Town Hall Tower. Genau. Das man ist jetzt soll so einen ganz coolen Blick haben von relativ weit oben auf die Stadt, kostenlos. Mhm. Und es gibt noch ein schönes Museum da drin mit ganz toller Kunst. Wir sind ja auch kulturbegeistert. Genau, das wollen wir uns mal natürlich anschauen. Ohne jeglichen Sarkasmus, weil moderne Kunst ein schönes Phänomen ist und wir uns jetzt aufmachen. Ja, das hier vorne, das sind übrigens Lina und Laura. Ja, wir waren unsere Namen. Die kennen wir aus Early Beach. Genau. Ne? Die hat man auch wieder getroffen hier an der Ostküste, wie so viele Leute. So, jetzt startet unsere Fahrt auf den Glockenturm von der Town Hall. Wir sind jetzt gespannt auf den Ausblick. So weit oben war ich noch nie. Wahnsinn. Jetzt nicht mehr der höchste Tower hier, das alte Rathaus, wo wir jetzt drauf sind. Aber trotzdem ein ganz cooler View, weil es halt wirklich direkt im Zentrum ist. Genießen wir erstmal ein bisschen und schauen, was hier noch so zu entdecken ist. Ein aufregender Moment. Ja. Die Lina lässt sich ein Piercing stecken. Zwei Piercings sogar. Wo denn genau und was genau? Hier oben, Felix. Hier oben. Zwei Ringe. Rein. Nicht schlecht. Mal sehen, wie es wird. Ja, bist du aufgeregt? Ja. Wenn gleich die große Nadel kommt. So. Ist zwar nicht das erste Mal, dass ich es mache, aber... Mhm. Ja, ich bin gespannt. Gleich werden wir sehen, wie sie hinterher aussieht. Genau. Ob alles geklappt hat. Ob sie noch steht. Na? Nein. Aber hat es wehgetan? Ziemlich gut. Soll wehgetan. Da ist es in voller Pracht. Ja. Ja, was würdest du dazu sagen? Mega geil. Jake ist auch wieder da. How are you? We are on our way to the Guilty Rogue to watch Felix eat six of the hottest wings ever. And he's probably going to be sweating all night long. And fun, we're very excited to see awesome. It. Fun for us. aber er muss halt eine Wette einlösen. Wir werden gleich noch Lina und Laura wieder treffen. Genau. Und dann werden wir uns alle schön lustig machen. We will laugh as hell. No, right? Definitely. Very well. Definitiv durchziehen und definitiv schaffen. Jake hat gerade unterschrieben, dass er Rücksicht und Verantwortung für Felix übernimmt. Der natürlich auch nicht haftbar, also die Bar kann nicht haftbar gemacht werden. Es geht los, er muss sich gerade seine Handschuhe anziehen.
weil er sich mal die Hand, als würde seine Hände verbrennen, so scharfe Dinger. Und Jake und alle und Lina und Laura und ich, alle mega aufgeregt. Und freuen uns natürlich sehr. Minute, I'm not ready. 3, 2, 1, go! Das sieht doch richtig gut aus. Das sieht doch richtig gut aus. Warte, ich gebe schon einer zurück. Er steht bei 5 Wins in 5, also in einer Minute. Wahnsinn.